Moin, Flexdoc hier. Glorious hat die erste Maus ihrer Pro-Linie herausgebracht und da wir uns selbst für Pros halten, schauen wir uns die Model O Pro natürlich an und testen sie auf Herz und Nieren bzw. auf Sensor und Switch. Los geht's nach dem Intro. Glorious hat vorab eine Menge Hate im Netz abbekommen für ihre Release-Strategie und das sicher zu Recht. Wir wollen jetzt hier nicht ins selbe Horn blasen, sondern uns auf die Qualität der Model O Pro beschränken. Natürlich ist es sehr fragwürdig, eine Maus per Group Buy anzubieten, um erst einmal Geld bzw. Aufträge zu sammeln, um dann erst zu produzieren, wenn man vorher schon etliche Mäuse auf normalem Weg auf den Markt gebracht hat. Also erstmal produzieren, vorrätig halten und dann verkaufen. Wenn man dann noch fast gleichzeitig mit dem Auslieferungsdatum der Group Buy Maus eine komplett neue Produktlinie mit teilweise besseren Specs anbietet, dann fragt sich der mündige Bürger schon, ob Glorious vorhat, die Menschheit maximal zu verarschen. Das ist schon etwas anderes, als Razer mit ihren Linkshändermäusen macht, weil es da ja wirklich eine eng umrissene Interessentengruppe gibt. Wobei ich die Sache mit dem Group Buy parallel zu einer normal produzierten Produktlinie aus Sicht von Glorious generell schon etwas verstehen kann. Die absoluten Gaming-Maus-Enthusiasten oder die, die sich als Pro angesprochen fühlen, sind wohl deutlich in der Minderheit, sodass man als Firma vielleicht schon abklären möchte, wie oft sich diese Pro-Maus ohne RGB und Casual-Player-Ausrichtung wohl verkaufen würde. Soweit also in Ordnung, aber warum man diese Pro-Version dann nicht mit dem neuesten und besten Sensor auf den Markt bringt, zeitgleich die Casual-Version der Model O 2 ankündigt, die dann diesen neuen Sensor aber schon hat und für den Casual-Markt sein soll, ist natürlich ein ziemliches Rätsel. Warum brauchen Pros schlechtere Technik oder nicht die beste Technik? Naja, aber schauen wir mal. Denn gerade beim Sensor haben wir hier eine etwas zwiespältige Meinung, auf die wir noch eingehen werden. Jetzt aber zu den Fakten. Die Specs der Model O Pro. Als Sensor dient der von Glorious Euro betitelte BAMF-Sensor, was eine leicht modifizierte Version des 3370 von Pixart ist, egal wie dämlich sich der Name auch anhört. Also so wie bei der originalen Model O auch. Bei den Switches gibt es dann eine Änderung. Hier wurde in der Model O Pro Keil 8.0 verwendet und nicht mehr Omron wie bisher. Das Gewicht ist mit 56,4 Gramm deutlich niedriger als die 70,6 Gramm der ersten Model O Wireless. Die Maße und somit das Gesamtgehäuse nebst Button Placement mit 128 x 66 x 38 mm identisch mit der ursprünglichen Model O. Die Klicklatenz beträgt laut Human Benchmark Test 159 Millisekunden und ist somit knapp schneller als die 162 Millisekunden der alten Model O und die bisher schnellste Glorious Maus in unserem Test. Abzüglich Fehlertoleranz von 2 Millisekunden bei der Gesamtklicklatenz kann man aber sagen, dass sich beide Mäuse hier auf ungefähr gleichem Niveau befinden. Da die interne Technik gleich ist, Keil 8.0 aber eine etwas höhere Activation Force hat, das Material der Buttons wieder aber etwas dünner ist und leichter ist, gleicht sich das unterm Strich ungefähr aus. Sensor ist wie gesagt der 3370 und somit gleich und arbeitet wie gewohnt hervorragend. Dass in der Pro-Version einer Gaming-Maus nicht der Pixart 3395 verbaut wurde, könnte einen verwundern bzw. enttäuschen. Alle Hersteller, die neu auf dem Enthusiastenmarkt vordringen, verbauen diesen Sensor, als da wären LAM zu Atlantis, Fantech Aria, Pulsar X2 und falls ihr irgendwann mal kommt, Endgame Gear XM22M, weiß nicht, wie sie heißt gerade. Andererseits kann man es so sehen, dass der 3370 von Pixart der bisher beste frei verfügbare Sensor war und sich eindeutig bewährt hat. Er hat eine 0,2% höhere Fehlerquote, was verschmerzbar ist, aber kein Motion Sync wie der 3395, was durchaus eine sehr gute Sache ist, da es die Datenübermittlung mit dem PC synchronisiert und so für einen gleichmäßigeren Datenfluss sorgt. Schaue ich mir aber an, was es derzeit für permanente Probleme mit der Einbindung des 3395 bei vielen Herstellern gibt, dann bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz so sicher, ob man sich und dem Kunden nicht mit dem 3370 im Moment zumindest einen größeren Gefallen tut. Wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, dann hat es bisher nur Razer geschafft, die 3395 Modellreihe, bei Razer heißt die Focus Plus und ist faktisch ein von Razer modifizierter 3399 fehlerfrei einzubinden. Das ist mal Fakt. Bei Lamzu, Pulsar und Fantech wird durch Firmware-Updates nachgebessert, wobei nachgebessert in Anführungsstrichen gesetzt werden muss, zumindest bei Pulsar, da bei denen das Firmware-Update von einer Virusmeldung von Microsoft gestoppt wird und bei uns nicht durchführbar ist. Das ist sehr bedenklich, da es sich vermutlich nicht um einen False Flag von Microsoft handelt und alle anderen Virendetektoren ebenfalls anschlagen.
Da fast alle Mäuse mit der 3395-Serie ein höheres Delay nach Bewegung der Maus aus Ruhe haben, könnte dies theoretisch für einen Nachteil in taktischen Shootern sorgen. Dieses Delay wird im Allgemeinen auf eine fehlerhafte Energiespareinstellung geschoben, was wir hier aber noch etwas anzweifeln müssen, zumindest komplett. Denn unserer Meinung nach ist dies nicht direkt, hat das nicht direkt mit den Energiespareinstellungen bzw. dem Sleep-Modus der Firmware zu tun. Hier müssten wir noch weitere Tests machen. Allerdings kann man sich natürlich auch fragen, warum wir uns hier die Arbeit machen, die eigentlich die Maushersteller machen sollten. Naja, mal schauen. Wie auch immer, die Probleme mit dem 3395 sind in der Praxis nicht so ausschlaggebend, wie sich das in den Beschwerden im Netz vielleicht widerspiegelt. Trotzdem ist der 3370 in dem Model O Pro aber vielleicht derzeit noch die sicherere Alternative. Zumindest, wenn man nicht Razer ist. Das Gewicht ist mit 56,4 Gramm, wie gesagt, das bisher niedrigste bei einer Glorious Maus und fühlt sich hervorragend an und ist sehr gut ausbalanciert. Neben der bisher geringsten gemessenen Klicklatenz also auch das bisher niedrigste Gewicht bei einer Glorious Maus. Das Mausrad ist Glorious typisch wieder sehr leichtgängig und im Verhältnis dazu etwas schwer zu klicken, sodass es zu ungewolltem Drehen beim Klicken kommen kann. Das extreme Profil des Mausrads hilft zwar etwas, aber der Mausradklick ist definitiv nicht spambar. Bei den Seitentasten ist auch alles beim Alten. Sehr klein, etwas Pre-Travel, aber erstaunlicherweise gar nicht so schlecht positioniert, wie es zunächst aussieht, also halbwegs okay. Die Glides werden als Smoothly Rounded PTFE Glides bezeichnet, wobei gerade das Rounded andere Hersteller, allen voran Rocket, deutlich besser machen. Aber trotzdem sind die Glides der Model O Pro in Ordnung und erfordern nicht zwingend Aftermarket Skates. Beim Shape hat sich ebenfalls nichts im Vergleich zur normalen Model O verändert. Es bleibt dabei. Unserer Meinung nach ist die Model O generell zu lang für die Breite. Die Model O Pro wird in drei Farben angeboten. Wir haben die Farbbezeichnung Golden Panda gewählt, wobei also Gold, naja, eher nicht. Gelb wäre uns ja recht gewesen, aber was dann kam, ist dann eher ein Banane im Kühlschrank gelagert Ocker. Nicht schön, aber natürlich Geschmackssache. Beschichtung ist jedoch in Ordnung, kommt auch nicht annähernd an die Beschichtungen von Logitech G Pro X oder Endgame Gears XM1 heran, aber trotzdem besser als so manch andere Maus auf dem Markt. Um die Model O Pro einstellen zu können, muss man die neueste Glorious Core Software installieren. Da kann man zum Beispiel die Debounce Time von den voreingestellten 10 Millisekunden auf 0 setzen und den DPI-Button oben auf eine Taste legen, sofern man im Spiel die DPI nicht umstellen möchte. Bei mir ist das Backspace, um darüber Freelook in Ego-Shootern zu haben. Das geht also und ist schon mal sehr positiv. Unser Fazit zur Glorious Model O Pro. Ungeachtet der Sache, dass Glorious ihrem Motto Mäuse nur auf regulärem Weg auf den Markt zu bringen untreu geworden ist, so ist die Model O Pro doch technisch gesehen die bisher eindeutig beste Glorious Maus und hätte die bisherige Model O ersetzen können. Warum jetzt noch eine neue Model O 2 wieder mit Löchern und RGB dafür aber schwerer auf den Markt kommt, erschließt sich uns nicht. Ist RGB wirklich so wichtig, um eine Maus verkaufen zu können? Naja. Vielleicht schon. Vielleicht sehen ja auch nur wir das anders. Vielleicht sind wir auch zu alt, zu dämlich und zu hässlich, wer weiß. Vielleicht könntet ihr uns mal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Lieber RGB und Löcher oder keine RGB, solides Gehäuse und leichter. Was ist euch lieber? Wir würden da gerne eine Umfrage zu machen, haben aber leider noch zu wenig Abonnenten, dass sich das lohnen würde. Apropos, bitte liked dieses Video und abonniert unseren Kanal. Das hilft uns sehr, diesen Kanal weiter betreiben zu können. Vielen Dank. In diesem Sinne, wer auf das Shape der Model O steht, bekommt mit der Model O Pro die bisher beste Variante der Maus. Blackstock.